Hallo, ich bin die Niki von Anywhere Yoga. Schön, dass du heute mit mir praktizierst. Es gibt heute eine Einheit zum Thema Selbstliebe. Und das klingt oft so egoistisch, diese Liebe zu einem selbst. Tatsächlich ist damit gemeint, dass wir uns selbst annehmen, genauso wie wir sind. Dass wir Zweifel loslassen können und oft unseren inneren Kritiker auch ein bisschen ausschalten und stattdessen an unsere eigene Stimme glauben und ihr vertrauen. Und es geht auch einfach darum, an den eigenen Mut, an die eigene Kraft zu glauben und diese Einzigartigkeit zu feiern. Denn auch wenn wir alle miteinander verbunden sind, auch wenn wir alle eins sind, ist jeder von uns einzigartig und kommt mit ganz speziellen, wunderbaren Eigenschaften zur Welt. Und die braucht es, jeden Einzelnen von uns und jede Eigenschaft von uns braucht es, damit diese Welt ein hellerer Ort wird. Und es gilt auch zu feiern, dass wir so sind, wie wir sind. Das ist so ein bisschen der Inhalt dieser Stunde. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Lass uns bitte in der Rückenlage beginnen. Leg dich gemütlich auf den Rücken. Atme ruhig mal durch die Nase ein. Öffne den Mund, atme aus. Durch die Nase ein. Durch den Mund aus. Ein letztes Mal durch die Nase ein. Durch den Mund aus. Dann lässt du deinen Atem durch die Nase fließen, tief ein und aus in deinen Bauchraum hinein. Genieß dieses wunderbare Heben und Senken von deiner Brust und deinem Bauchraum. Atmest noch mal ruhig ein hier. Und ausatmend beginne dich selbst zu umarmen. Halt dich fest. Ganz liebevoll. Und wenn du magst, verbinde diese wunderschöne Asana mit der Affirmation: Ich liebe mich. Ich liebe mich und ich liebe mein Leben. Und wenn immer heute du das Bedürfnis hast, während der Praxiseinheit dir das zu sagen, leise in deinem Herzen oder laut in den Raum hinein, dann bitte gib diesem Bedürfnis nach. Ich liebe mich und ich liebe mein Leben. Atme noch mal ruhig ein hier. Und atme aus. Und dann langsam streck die Arme über deinen Kopf, atme ein. Zieh die Beine aus, atme zu dir ran. Umarm dich und beginn dich nach hinten und nach vor zu wiegen. Und nach ein paar Malen kommst du hoch zum Sitzen. Bringst die Hände nach vor und kommst in einen Vierfüßlerstand hinein. Dein Atem fließt, du rotierst die Hände leicht nach außen. Deine Zeigefinger sind parallel zueinander. Und ich hätte gern, dass du wirklich ein wunderschönes Hastabanda machst. Das heißt, du drückst deinen Zeigefingerballen tief, deinen kleinen Fingerballen, deinen Handgelenksballen und deinen Daumenballen. Gleichzeitig alle 10 Fingerkuppen. Und dann ziehst du zusätzlich noch deinen Daumen und deinen kleinen Finger auf der Matte zueinander. Dadurch entsteht ein wunderschönes Gewölbe in deiner Handfläche. Atme hier ein und heb dein Herz nach vor. Atme aus und runde deinen Rücken. Einatmend heb dein Herz nach vor. Ausatmend runden. Ein letztes Mal einatmend dein Herz heben. Herabschauender Hund, atme aus. Fühl dich erstmal frei, deinen Hund zu bewegen. Dein Atem begleitet dich in liebevoller Ujjayi-Atem. Und wenn du hier jetzt zur Ruhe kommst, achte darauf, dass du eine Wölbung in deinem unteren Rücken hast.
Und die bekommst du, indem du die Fersen hebst, die Knie beugst, dein Gesäß nach hinten oben weitest und hochschiebst. Und gleichzeitig drücken deine Hände den Boden weg. Du atmest ruhig ein hier. Und wenn die Wölbung bleibt im Rücken, dann gerne streckst du die Beine. Und gerne senkst du die Fersen. Atme tief ein, zentriere die Arme zueinander. Und atme aus. Dann heb dein rechtes Bein nach hinten hoch, atme ein. Beug dein Bein, öffne dein Becken mit der Ausatmung. Beginne dein Fußgelenk ein bisschen zu kreisen. In die eine Richtung, in die andere Richtung. Und dann kreis gerne dein Hüftgelenk in die eine Richtung. Und in die andere Richtung. Streck dein hinteres Bein, dein rechtes nach hinten hoch, atme ein. Gib die linke Ferse weit hoch und runde deinen Rücken, während dein rechter Fuß einen Schritt nach vor macht zu deinen Händen. Kreis deinen rechten Arm nach hinten hoch, atme ein. Dein linker Fuß kommt nach vor in Uttanasana, atme aus. Heb deinen Brustkorb einatmend. Tauch wieder in den Boden tief, atme aus. Komm hoch in den Berg mit deiner Einatmung, zieh dich lang und bring die Hände vor, dein Herz, atme aus. Heb dein rechtes Bein nach vorne hoch, Unicorn, atme ein. Dein rechtes Bein macht einen Schritt zurück in den Sprinter, atme aus. Dein linkes Bein geht nach hinten hoch, dreibeiniger Hund, atme ein. Herabschauender Hund, atme aus. Komm nach vor in die Planke mit deiner Einatmung. Dann schieb die Schultern weit nach vor und beug die Ellenbogen. Tiefe Planke. Atme hier nochmal ein. Ausatmend, leg dein Becken am Boden ab. Leg deine Fußrücken am Boden ab. Kreis die Schultern hoch zu den Ohren und nach hinten, ohne sie tief zu bringen. Ziehst du die Matte zu dir her, Cobra. Atme ruhig ein, lass die Ellbogen gebeugt. Herabschauender Hund, atme aus. Heb dein linkes Bein nach hinten hoch, atme ein. Beug dein Bein, öffne dein Becken. Während du hier bleibst, kreis dein Sprunggelenk in eine Richtung, in die andere Richtung. Dann hebst du dein linkes Bein nach hinten hoch. Ach nein, Sprunggelenk und Hüftgelenk kreisen. Hätte ich dir fast unterschlagen auf der Seite. Unbedingt auch hier machen natürlich. Und wenn du dein Hüftgelenk gekreist hast, dann hebst du dein linkes Bein hoch, atmest ein und hebst die rechte Ferse, rundest deinen Rücken, dein linker Fuß kommt nach vorne in den Sprinter. Dein linker Arm kreist nach hinten hoch mit der Einatmung. Schritt nach vor, Uttanasana, atme aus. Langer Rücken, heb deinen Brustkorb. Gerne können die Hände zu deinem Schienbein kommen. Tiefe Vorbeuge, verneig dich, lass den Kopf hängen. Komm hoch in den Berg mit der Einatmung. Bring die Hände vor, dein Herz atmen aus. Heb die Arme wieder hoch und dein linkes Bein dazu. Unicorn, atme ein. Einen Schritt zurück in den Sprinter. Atme aus. Dein rechtes Bein nach hinten hoch. Atme ein. Herabschauender Hund mit deiner Ausatmung. Komm nach vor in die Planke. Einatmend. Komm in die tiefe Planke, ausatmend. Bleibe hier, atme ein, aktiviere den hinteren Oberschenkel und setz dein Becken ab. Leg die Füße ab und öffne dein Herz. Komm in die Kobra, atme ein. Herabschauender Hund, atme aus. Dein rechtes Bein heben mit der Einatmung. Beugen und Becken öffnen, atme aus. Streck dein Bein wieder, atme ein. Den Schritt nach vor. Mit deiner Ausatmung. Und von hier aus dein rechter Arm kreist. Atme ein. Nach vorne. Uttanasana aus. Brustkorb heben. Atme ein. Komm wieder in die Vorbeuge tief. Atme aus. Komm hoch in deinen Berg. Atme ein. Hände vor dein Herz. Ausatmen. Dein rechtes Bein geht hoch. Unicorn mit der Einatmung. Bring den Fuß nach hinten tief in den Sprinter und komm hoch in Krieger 1, atme ein und Krieger 2 nach rechts mit deiner Ausatmung. Hier bleiben wir ein bisschen. Dein hinteres Bein streckst du ganz kraftvoll, dein vorderes beugst du tief, öffnest deinen Brustkorb.
Dein Atem fließt. Schau nach vor zu deiner linken Hand. Und wenn du magst, dann kannst du hier die Affirmation nehmen. Ich bin stark. Kriegerinnen oder der Krieger eignen sich sehr gut dafür. Ich bin stark. Atme nochmal ruhig ein hier. Und aus. Dann kommst du in Peaceful Warrior. Heb deinen linken Arm nach oben und über deinen Kopf. Bleibe hier. Schau zu deinem rechten Fuß tief. Zieh kraftvoll den linken Arm über deinen Kopf, während du dein vorderes Bein immer noch tief beugst. Atme nochmal ruhig ein hier. Komm in den Sprinter mit deiner Ausatmung. Dreibeiniger Hund, dein linkes Bein geht hoch, atme ein. Herabschauender Hund, atme aus. Komm nach vorne in die Planke, atme ein. Chaturanga tief ausatmen, direkt in deine Kobra einatmend. Herabschauender Hund, ausatmend. Ich drehe mich hier auf die andere Seite. Du bleibst, wo du bist, und hebst dein linkes Bein hoch mit der Einatmung. Machst einen Schritt nach, öffnest dein Becken, beugst dein Bein, atmest aus. Streckst dein Bein, atmest ein. Schritt nach vor mit deiner Ausatmung. Dein linker Arm kreist nach hinten hoch. Und du kommst nach vor in Uttanasana. Brustkorb heben, atme ein. Tiefe Vorbeuge aus. Komm hoch in deinen Berg, atme ein. Bring die Hände vor dein Herz. Heb dein linkes Bein nach oben hoch, atme ein. Schritt zurück in den Sprinter, atme aus. Komm hoch in Krieger 1, atme ein. Öffne nach links in Krieger 2. Dein Atem fließt wieder. Dein vorderes Bein möchte tief nach vor. Dein hinteres Bein möchte nach hinten oben. Und dein Atem geht möglichst ruhig und tief. Schau zu deiner vorderen Hand. Und wenn du magst, finde hier die Affirmation: Ich bin mutig. Ich bin mutig. Wir alle sind mutig, wir brauchen nur ab und zu mal wieder uns daran zu erinnern. Ja? Wir alle brauchen diese Möglichkeit, uns daran zu erinnern, dass wir mutig sind, dass wir stark sind. Atme ein, komm, Peaceful Warrior. Bleibe hier, Atem fließt. Schau zu deinem linken Fuß und zieh deinen rechten Arm über deinen Kopf. Beug dabei immer noch kraftvoll dein rechtes Bein, atme tief ein. Komm in den Sprinter tief, atme aus. Bring dein rechtes Bein nach hinten hoch, atme ein. Herabschauender Hund, atme aus. Komm nach vor in die Planke mit der Einatmung. Chaturanga tief aus. In deine Kobra atme ein. Herabschauender Hund, und ich drehe mich wieder in die andere Richtung. Du kannst wiederum gerne bleiben. Mit der Einatmung vom Hund aus hebst du dein rechtes Bein hoch. Beugst dein Bein, atmest aus. Hebst dein Bein wieder, atmest ein. Schritt nach vor mit der Ausatmung. Dein rechter Arm kreist nach hinten hoch, atme ein. Komm nach vor in Uttanasana, atme aus. Langer Rücken einatmend. In die Vorbeuge aus. Komm hoch in den Berg, atme ein. Bring die Hände vor dein Herz. Heb dein rechtes Bein hoch, Unicorn, atme ein. Sprinter tief, aus. Komm hoch in Krieger 1. Öffne in Krieger 2. Von hier auf den Weg in Peaceful Warrior, bring die Füße parallel, dreh dann die Fersen nach innen und komm tief in die Goddess Pose, in diese Pose, die Haltung der Göttin. Von da aus richtest dich auf. Deine Knie zeigen die gleiche Richtung wie deine Zeigezehen. Bring eine Hand auf dein Herz und die andere Hand auf deinen Bauch. Atem fließt.
Tiefe Atemzüge. Während deine Beine nach außen streben, kannst du mit der Affirmation arbeiten. Ich vertraue meinem Bauchgefühl. So oft kritisieren wir uns, so oft sind wir im Zweifel. Deshalb hier jetzt mit ganz bewusst deine Hand auf deinen Bauch. Ich vertraue meinem Bauchgefühl. Atme nochmal ruhig ein. Atme aus. Löse, heb die Arme nach oben. Atme ein, bring die Füße parallel. Und ausatmen, verneig dich einmal tief. Atme ein, heb dein Herz nach vor. Atme aus und komm in den Sprinter nach vorne tief. Dreibeiniger Hund, dein linkes Bein geht hoch, atme ein. Herabschauender Hund, atme aus. Komm nach vor in die Planke mit der Einatmung. Chaturanga, atme aus. In deine Kobra, atme ein. Herabschauender Hund, und ich drehe mich wieder in die andere Richtung, damit ich mich dir dann zuwenden kann für die andere Seite. Heb dein linkes Bein hoch, atme ein. Beug dein Bein, öffne dein Becken ausatmend. Streck dein Bein mit deiner Einatmung. Schritt nach vor mit deiner Ausatmung. Dein linker Armkreis nach hinten hoch, atme ein. Uttanasana, atme aus. Langer Rücken einatmen. Tiefe Vorbeuge aus. Komm hoch in deinen Berg, atme ein. Hände vor dein Herz, atme aus. Dein linkes Bein geht nach vorne hoch. Und ausatmen, Schritt zurück. Krieger 1, öffne. Krieger 2. Auf dem Weg zu Peaceful Warrior bringst du deine Füße parallel, drehst dann die Fersen nach innen, kommst wieder in deine Goddess Pose. Eine Hand auf deinem Herzen, eine Hand auf deinem Bauch, öffnest deinen Brustkorb, deine Knie streben nach außen, dein Steißbein sanft ein bisschen tief Richtung Boden, atme tief ein und aus. Und wenn du magst, dann kannst du dir hier sagen, ich vertraue meiner Herzensstimme. Ich vertraue meiner Herzensstimme. So diese beiden Stimmen, die in dir wohnen, dein Herz, dein Bauch, da kannst du gut hinspüren, wenn du dir bewusst bist, dass sie dir immer sagen, wohin dein Weg führen darf. Ich vertraue meiner Herzensstimme. Atme nochmal ruhig ein hier. Atme aus. Und dann löse, atme ein, bring die Füße parallel, heb die Arme nach oben hoch. Eine liebevolle Verneigung mit der Ausatmung. Brustbein heben, atme ein. Wander wieder zu deinem rechten Fuß mit deiner Ausatmung. Bring dein rechtes Bein nach hinten hoch, atme ein, herabschauender Hund, atme aus. Komm in die Planke nach vor, einatmend, Chaturanga aus. In deine Kobra mit der Einatmung, herabschauender Hund, mit deiner Ausatmung. Atme hier ein und heb dein rechtes Bein nach hinten hoch. Öffne dein Becken, beug dein Bein und jetzt bleibe hier. Lass dein Atem fließen. Schieb die Schulter nach vor über deine Handgelenke. Löse die rechte Hand und dreh deinen linken Fuß. Und dann setz deinen rechten Fuß hinter dir ab. Komm erstmal zum Sitzen tief. Dann kommst du mit deiner rechten Hand hinter dich. Löse die linke Hand. Kommst auf dein rechtes Knie und kreist dich auf in ein kleines Wild Thing. Atme hier. Schieb dich mit der rechten Hand vom Boden weg und heb dein Herz Richtung Decke. Und wenn du möchtest, dann kannst du hier für dich dir sagen, ich liebe meine Einzigartigkeit.
Ich liebe meine Einzigartigkeit. Atme nochmal ruhig ein hier. Komm langsam tief, atme aus und komm zurück in die Bauchlage auf deiner Matte. Komm in deine Kobra mit der Einatmung. Herabschauender Hund mit deiner Ausatmung. Und während ich mich wieder drehe, atmest du hier ruhig ein, ruhig aus und hebst dein linkes Bein nach hinten hoch, atmest ein. Beugst dein Bein, öffnest dein Becken, lässt den Atem fließen, schiebst die Schulter nach vor über deine Handgelenke, löst die linke Hand, drehst deinen rechten Fuß und setzt deinen linken Fuß hinter dir ab. Bringst dann die linke Hand zum Boden. Oh, das ist richtig nach, ja. Bring die linke Hand zum Boden. Bring dein linkes Knie auf den Boden. Kreis deinen rechten Arm hoch. Atme hier. Schieb dich vom Boden weg. Erde deinen rechten Fuß. Schieb mit der linken Hand und heb dein Herz. Und auch hier jetzt. Ich liebe meine Einzigartigkeit. Dann ist es nicht wundervoll, dass es auf der ganzen Welt niemanden gibt, der genauso ist wie du. Das ist so speziell schön. Atme tief ein hier. Atme aus. Nochmal einatmen. Und ausatmen. Kommst du langsam wieder zurück und du legst dich in die Bauchlage hinein. Atmest ein, kommst in deine Kobra. Atmest aus und schiebst dich in die Stellung des Kindes hinein. Und lass deinen Atem hier fließen. Lass hier deinen Atem ganz entspannt ein- und ausfließen und spür nach, was du bis hierhin getan hast. Wie es deinem Körper jetzt geht. Wie es deinem Herzen jetzt geht. Vielleicht kehrst du zurück zu deiner Affirmation: Ich liebe mich. Atme nochmal ruhig ein und aus. Dann kommen wir wieder hoch in den Vierfüßler mit der Einatmung. In deinen herabschauenden Hund mit deiner Ausatmung. Heb dein rechtes Bein wieder hoch, atme ein. Beug dein Bein, öffne dein Becken, atme aus. Streck dein Bein mit der Einatmung und dann leg's vor dir ab für die Taube. Mit deiner Ausatmung. Wander mit deinem linken Bein erstmal weit zurück. Dann leg dein Knie ab und lass deinen Fußballen hinter dir aufgestellt. Während dein rechtes Schienbein in den Boden drückt, komm auf deine Fingerspitzen. Und dann zieh dein rechtes und dein linkes Knie zueinander. Heb deinen Brustkorb. Lass deinen Atem fließen. Vielleicht klappt es für dich sogar noch weiter nach hinten zu wandern, dich noch mehr aufzurichten. Schau, wie es für dich passt. Wenn du deinen unteren Rücken spürst, dann komm wieder ein bisschen tiefer. Lass dich mit deinen Händen stützen. Oder aber, vielleicht kannst du die Hände komplett lösen. Dann kannst du hier deine Hände vor dein Herz bringen in Anjali Mudra. Und schieb mit deinem Brustkorb nach vorne, um dein Herz richtig zu öffnen. Vielleicht verbunden mit der Affirmation: Ich bin wertvoll. Atme tief ein und atme aus. Bring die Hände tief und leg die Unterarme am Boden ab. Bring deine Handflächen zusammen und immer noch ziehen die Knie zueinander. Du möchtest die rechte Gesäßhälfte nochmal höher heben als die linke. Schließ die Augen. Ich bin wertvoll. Mach für 2 tiefe Atemzüge. Dreimal. Und langsam löst du, bringst die Hände zurück zum Boden, bringst dein linkes Knie ein bisschen tiefer ran, hebst dann dein rechtes Bein nach hinten hoch, atmest hier ein. Und legst dein rechtes Bein, was jetzt den rechten Fuß besser gesagt, wieder ab in den Hund, atmest aus.
Komm nach vorne, die Planke mit deiner Einatmung. Chaturanga mit deiner Ausatmung. In die Kobra mit der Einatmung. In den herabschauenden Hund mit deiner Ausatmung. Heb dein linkes Bein nach hinten hoch, atme ein. Beug dein Bein, öffne dein Becken, atme aus. Streck dein Bein wieder mit der Einatmung und leg dein linkes Bein vor dir ab für die Taube. Dein linkes Knie ist weiter draußen als deine linke Hüfte und dein rechtes Bein wandert erstmal weit zurück. Hast den Fußballen aufgestellt, drück dein linkes Schienbein in den Boden und zieh die Knie kraftvoll zueinander. Und mit dieser Kraft wandere ein bisschen nach hinten. Vielleicht klappt es für dich, dass die Hände ein bisschen vom Boden wegkommen oder du lässt sie am Boden, völlig in Ordnung. Und wenn du die Hände lösen kannst, dann bring die Hände vor dein Herz für ein paar Atemzüge. Schließ gern deine Augen. Schieb mit dem Brustkorb deine Hände nach vor. Ich bin wertvoll. Atme noch einmal ruhig ein. Langsam löst und legst die Unterarme auf den Boden ab. Immer noch hebst du deinen Brustkorb nach vor. Immer noch hebst du gern deine linke Gesäßhälfte ein bisschen höher als deine rechte. Ich bin wertvoll. Noch für zwei ruhige Atemzüge. Noch einmal atmest du ruhig ein und aus und du löst. Setz die Hände am Boden ab, bringst dein rechtes Knie ein bisschen weiter nach vor, hebst dein linkes Bein nach hinten hoch, atmest ein, kommst in deinen herabschauenden Hund mit deiner Ausatmung. Und von da wandest du gemütlich nach vor. Kommst in die Hocke tief und kommst zum Sitzen tief. Vom Sitzen rollst du dich ab in die Rückenlage. Schau, dass du hinter dir Platz hast, um zu liegen. Und dann ziehst du dein rechtes Bein zu dir ran und streckst dein linkes Bein auf dem Boden aus. Umarm dein rechtes Bein und bringst dann auf die linke Seite tief für einen Twist. Deine linke Hüfte wandert ganz weit rüber nach rechts. Und dann bring gerne deine rechte Hand neben deinen Kopf, dein Ellbogen, der zeigt hoch Richtung Decke. Und mit jeder Ausatmung atmest du deine rechte Schulter tief Richtung Boden. Schiebst deinen rechten Oberarmknochen ganz tief ins Schultergelenk hinein. Deine rechte Hüfte ziehst du von dir weg. Du schickst deinen Atem in deinen unteren Rücken hinein. Atme ruhig ein, hier nochmal. Und aus, zieh den Bauchnabel nach innen. Komm langsam zurück zur Mitte. Bring dein Becken zurück zur Mitte. Streck dein rechtes Bein aus, zieh dein linkes Bein ran. Und bring dann dein linkes Bein rüber nach rechts. Und wander zurück nach links mit deinem Becken. Von hier kannst du dann deine linke Hand neben deinen Kopf geben. Und mit jeder Ausatmung ziehst du die linke Hüfte von dir weg und atmest deinen linken Oberarmknochen tief in die Schulterpfanne. Schließ deine Augen. Hör dich atmen. Noch einmal ruhig ein und aus.
Lass den Bauchnabel nach innen und komme langsam wieder zurück zur Mitte. Umarm dich hier ganz liebevoll, indem du die Knie zu dir ranziehst, dich hin und her wiegst. Und dann kommst du in dein Shavasana. Aber bevor du ganze Shavasana loslässt, umarm dich noch einmal mehr. Zieh deine Hände zu deinen Schulterblättern. Zieh Schulterblätter gerne ein bisschen unter dir raus. Schließ deine Augen und noch einmal sag dir: Ich liebe mich und ich liebe mein Leben. Dann langsam löst du die Umarmung, öffnest ganz vertrauensvoll deine Arme, sodass die Handflächen nach oben zeigen, löst die Lippen voneinander, entspannst deinen Kiefer und lässt los. Bleibe gern noch länger liegen. Wenn du mit deinem Tag weitermachst, dann beginnst du langsam deine Hände und deine Füße zu bewegen. Du streckst dich gern mal lang, atmest ruhig und entspannt ein und aus. Stell deine Füße auf und roll dich auf eine Seite. Nimm gern deinen Arm als Kopfkissen. Mir noch einen ganz bewussten Atemzug. Komm dann mit geschlossenen Augen hoch zum Sitzen. Finde einen aufrechten Sitz. Bring deine Handflächen auf dein Herz. Spür deinen Herzschlag. Lausche deinem Atem. Und noch einmal mehr sag dir: Ich liebe mich und ich liebe mein Leben. So mögen dich diese Herzensbotschaften von heute begleiten in deinen Alltag hinein. Und wann immer du sie brauchst, hole sie hervor für dich, für die Liebe zu dir. Und vor allem für dieses tiefe Vertrauen in dich und deinen Weg. Bring die Hände zusammen und zu deinem dritten Auge für liebevolle Gedanken. Bring sie zu deinem Mund für sanfte Worte. Und zu deinem Herzen für eine herzvolle Liebe und Mitgefühl für dich und alle Wesen dieser Welt. Namaste. Vielen Dank, dass du heute mit mir ein bisschen Selbstliebe praktiziert hast. Ich freue mich immer, wenn du mit mir bist. Schreib gerne einen Kommentar unter das Video, wie es dir ergangen ist, und abonniere meinen Kanal, da freue ich mich auch besonders darüber. Wenn du mal mit mir live praktizieren möchtest, es gibt Online-Zoom-Klassen,
Live-Übertragungen mit mir via yoga-live.at. Und wenn du mal ins Studio kommen möchtest in Graz, da freue ich mich auch, dich kennenzulernen, hier ganz von Angesicht zu Angesicht. Ansonsten bis ganz bald wieder in deinem Wohnzimmer. Hab es noch schön. Alles Liebe.